the very picture of a modern society. Seemingly secure. Seemingly safe. Seemingly happy. But life isn't always as it appears. Innocent people forcibly incarcerated. Lives ruined by psychiatric medication. Families torn apart. And worst yet, children being brutalized. Psychiatry's history of atrocities can be found everywhere. But nowhere can we see them more clearly than in psychiatry's very birthplace, Germany. Dies war hier die Kinderpsychiatrie, wo ich von 1954 bis 1970 zu Hause war. Wo schreckliche Dinge an uns praktiziert worden sind. Von Medikamentenmissbrauch bis zum sexuellen Missbrauch. Und man war so allein, Hilfeschreien nutzte nichts. Es verschlimmerte nur die Sache. Ja, und dann in den Heimen stellten wir nur fest, dass wir 1200 Kinder waren. Von den Kindern, die Eltern, Verwandten, durften wir mit denen nicht sprechen. Und dann, wenn einer was gemacht hatte, geplappert hatte, dann wurde er von oben bis unten kahl geschoren, mit den ganzen Haare ab, am Kopf, überall wurde er rasiert, damit man sieht, was er verbrochen habe. Das hier, was wir jetzt wieder sehen, das waren Schulklassen. Ja, guck, herzlich willkommen. Das hört sich schön an, aber man kriegt ein komisches Gefühl, wenn man das liest. Eine Einladung ist nicht immer Einladung. Das sind alles in Niedermarsbech in der Psychiatrie sind sexuelle Übergriffe eindeutig geschehen. Ich weiß von einem Günther und anderen auch, die von einem Pfleger misshandelt worden sind und auch sexuell. Wenn dann einer eine Ohrfeige bekam von dem, dann flog der von einer Ecke zur anderen. Also das war richtig. Da wurde keine Rücksicht genommen, ob der nun an der Heizung flog oder an der Wand. Das war alles schnüppegal. Der hat es verdient, hieß es, und dann Feierabend hat jeder rüber weggeguckt. Und dann, das heilt, hieß es, das heilt. Also wir haben hier Prügelstrafen bekommen, das kann sich keiner vorstellen. Oder hier im Badezimmer im kalten Wasser, da macht die Familie Eiswürfel. Dann mussten sie 2 bis 3 Stunden ins Wasser sitzen. Und dann machte sie alle halbe Stunde, also Viertelstunde, diese Eiswürfel und schmiss sie da rein. Gab es auch diese Fälle, wo Leute geschockt worden sind. Da mussten sie runter in Mark 2, wurden sie gebracht. Und dort bekamen sie dann diese Elektroschocks. Wenn man das aufarbeitet, dass wir für diese Menschen Versuchskaninchen waren. Also es waren Tiere im weitesten Sinne, die einfach nur unwert waren. Die einfach, ja, die selber hatten ja die Ansicht, wir waren der Schrott der Gesellschaft. So hatten sie uns auch immer mitgeteilt. Man merkte dann, der Hubertus interessiert sich, will Priester werden. Man hat das dann boykottiert, hat mich für schwachsinnig erklärt. Der ist ein Spinner, der ist ein Doofen und so weiter. Und dann gab es immer mehr Schläge, immer mehr Tabletten und immer mehr Morphium. Das fing mit 5 Kubik an und endete mit 40 Kubik. Wir nannten das damals dann die Elefantenspritzen. Man bekommt heute eine Elefantenspritze. Kennen Sie das? Nee, kenne ich absolut nicht. 400 Milliliter Morphium. Dass ich heute das alles geschafft habe, das wundert mich heute selber. Ne? Ja, da waren Sie ja wirklich stark. Ne? Ja, das. Ich weiß, dass 6 Kinder damals in der Psychiatrie gestorben sind. An der Medikamentenüberdosis und durch die Behandlung einfach, auch durch die Schläge, elendig krepiert waren. Also rückblickend kann ich heute als Priester nur sagen, was damals von den Psychiatern innerhalb der Psychiatrie zu Niedermarsbech geschehen ist, war wie, als ob man Tiere behandelt hat. Die Seele hat schrecklich darunter gelitten. Wir haben gar kein Menschenbild erfahren von diesen Menschen, sondern auch
haben das gar nicht. Wir sind also praktisch deformiert worden von diesen Menschen. Das ist heute die Sachlage von der Behandlung der Psychiater in den Psychiatrien, dass sie ja, dieses Menschenbild so verachtet haben. Psychiatry. Pull back the curtain and you will find a history of torture and terror. Without any ability to cure, psychiatrists have always relied on intimidation, force and fear to control those they claim to help. To understand this point, let's return to the very beginnings of psychiatry, a field whose practitioners began as caretakers in the large madhouses throughout the world, such as Charité Hospital in Germany, Salpêtrière and Bicêtre in France, and Bethlehem Royal Hospital, otherwise known as Bedlam, in England. Attendants, unable to help those in their care, resorted to extreme and cruel abuses, such as chaining them, flogging them, and confining them to cages, closets, and animal stalls. Later treatments, such as bloodletting, mutilation, and near drowning, were inflicted on inmates not to heal them, but to instill fear of punishment. Terror acts powerfully upon the body through the medium of the mind and should be employed in the cure of madness. It was not a profession given any respect. But asylum workers would soon attempt to remedy that by cloaking themselves in the language of a more esteemed profession, medicine. This is where Germany enters the picture, for it was here that psychiatry was born, here where psychiatry was nurtured and grew, and here where psychiatry would commit one of the world's most horrific atrocities. And it is in Germany that psychiatric experts and survivors can tell us the inside story as in nowhere else. Geschichte der Psychiatrie ist die Geschichte von Akzeptanz und von Ausgrenzung, von Integration und von Ausgrenzung. Immer in diesem Spannungsfeld. Das ist nicht nur in Deutschland, ich denke, das ist weltweit so. Aber in Deutschland haben wir das bis zur größten Grausamkeit durchexerziert. It began in 1808 in the town of Halle, when in an attempt to sound scientific, German professor Johann Christian Ryle coined a new medical-sounding name, psychiatry. Hat er versucht, in der Medizin eben zu einem Fach zu machen oder zu einer Disziplin. Und deswegen die Entstehung des Begriffs Psychiatrie aus den beiden Bestandteilen Psyche, also die Seele, griechisch, und Hiatros, der Arzt. Ryle hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts den Begriff der Psychiatrie sozusagen als Lehre der Geistesverwirrung oder Geisteszerrüttung, wie er es damals genannt hat, aus der Psyche heraus oder genauer genommen aus der Lebenskraft, wie er es bezeichnet hat, heraus beschrieben. But far from calming the spirit, Ryle administered quite the opposite, treating his patients more like animals to be housebroken through pain and control, rather than as fellow humans. Durch starke, schmerzhafte Eindrücke erfassen wir die Aufmerksamkeit des Patienten und gewöhnen ihn an bedingungslosen Gehorsam. Das Zitat von Ryle spiegelt eigentlich die Grundtendenz der Behandlungsform in der Psychiatrie im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz gut wieder, weil es darum geht, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Dabei hat man den Patienten auch Schmerz zugefügt, sie geekelt, ihnen Angst eingejagt, sie einer scharfen Disziplin unterworfen. Alles mit dem Ziel, das abweichende Verhalten zum Verschwinden zu bringen. In fact, history has shown that in practice, psychiatrists have never functioned as doctors of the soul,
since for the past 150 years, they have consistently denied the independent existence of the human spirit. This belief system was put forth by another influential German psychiatrist, Wilhelm Griesinger. Bei der Rezeption von Griesinger hat sich eine Linie durchgesetzt, nämlich sein Paradigma, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. Er hat das so scharf formuliert, weil es ihm darum ging, die Psychiatrie auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Griesinger theorized that what was thought of as the soul was merely a function of the brain, and he stated all this, as he himself confessed, without a shred of physical evidence. Griesinger now had a theory that could justify medical intervention, and in so doing, he hoped, elevate psychiatrists to the lofty status of medical doctors. For this reason, this brain theory quickly became standard psychiatric thinking and has persisted to this day, still without an iota of proof. Psychiatry's leap into the mainstream occurred in 1879 in Leipzig, Germany. Wir sind hier am Institut für Psychologie der Universität Leipzig und wir sind hier im Wilhelm-Wundt-Raum. Und Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Er hat die Psychologie vertreten als eine ganz neue Wissenschaft. Das Erklärungsmodell war, dass wir nicht weiter irgendwie psychologisch erklären oder dass wir nicht weiter religiös erklären oder dass wir nicht sonst wie spirituell menschliches Erleben und Verhalten erklären, sondern dass es Funktionen sind des Gehirns. Wundt's conclusion was that man was an animal without a soul, a stimulus response mechanism whose behavior must be molded in order to fit into society. Wundt's influence cannot be minimized. As the only professor of psychology of his kind in a country whose technical achievements were at that time the envy of the world, his laboratory attracted students worldwide, who then returned to their countries to spread Wundt's belief system. Insgesamt 184 Personen unter seiner Leitung promoviert haben und davon waren 60 Ausländer. Also die nicht hier aus Deutschland kamen und von diesen 60 waren 18 zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Und das ist sehr beachtlich für die damalige Zeit, weil es einfach noch nicht so gewöhnlich war, dass man zum Studieren auch tatsächlich irgendwo in diesem Umfang herkam. Coming from Russia to study at Leipzig University was Ivan Pavlov, who took a strong interest in the new German psychology. Er hat sogar extra Deutsch gelernt, um das dann auch lesen zu können und hat da einen ähnlichen Ansatz gepflogen, allerdings hauptsächlich an Tierversuchen und wie wir wissen bei den Hunden mit dem Klingelzeichen und der Speichelsekretion. Also, dass man Tiere konditionieren kann, sich in ganz bestimmte Weise zu verhalten, dann auch bei Affen. Das ist ja auch bekannt. Ja, das Problem ist auch da wiederum bei Pavlov, dass das so ohne weiteres dann oder zu schnell auf den Menschen übertragen wurde. Pavlov performed the same type of cruel animal experimentation on children to see if he could control them like animals too. These experiments would foreshadow future attempts at human behavioral control using psychological conditioning techniques that would later catch the interest of authoritarian figures such as Lenin and Stalin. But a far more insidious social control technique would be introduced by Wundt contemporary Francis Galton, a British psychologist and cousin to Charles Darwin. Mixing Darwin's evolutionary theory with Wundt's brain-based research methods,
Galton created a pseudoscience in 1863 that would have a profound and lasting effect on all future psychiatric belief. Eugenics. Eugenics was the theory that human beings could be selectively bred to encourage desirable traits and weed out the undesirable. Nur die wertvollen, die erbgesunden, die kräftigen, die gesunden per se, die sollten sich fortpflanzen können, die anderen sollten von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Galton made no secret that he believed all personalities were controlled by genetics. A man's natural abilities are derived by inheritance under exactly the same limitations as are the form and physical features of the whole organic world. But underneath Galton's so-called scientific inquiry was blatant racism that justified poor treatment of ethnic minorities. He harbored a hatred for the black man. The average intellectual standard of the Negro race is some 2 grades below our own. The Irish? More generally, of a low or coarse organization. And even the Jews. The Jews are specialized for a parasitical existence upon other nations. Nevertheless, Galton's theories, which spread throughout Europe and America during his extensive travels, were very attractive to psychiatrists because they neatly fit into the ideas they wanted to prove. One of these psychiatrists was a Wundt student, Emil Kraepelin, best known for his early attempts at classifying mental illness. Die Rolle von Emil Kraepelin ist dadurch eine so herausragende, als er eigentlich die Grundlegung der modernen Psychiatrie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit gelegt hat, indem er zum ersten Mal ein tragfähiges Diagnoseschema entwickelt hat, indem er aufgrund von klinischer Beobachtung die Patienten in den psychiatrischen Einrichtungen in Gruppen eingeteilt hat. Kraepelin hat ja dann formuliert, das sind letzten Endes auch organisch erklärbare Krankheiten, nur wir kennen sie noch nicht, sie sind noch nicht erklärbar. But Kraepelin was not just a biological psychiatrist, he was a confirmed eugenicist and mentor to later Nazi psychiatrists. In his thinking, mental illness was not just a brain disease, but a hereditary illness as well. As founder and director of the first research institute of psychiatry in Munich, Kraepelin would soon spawn students of his own. Es gibt eine unmittelbare Linie von Kraepelin und der von ihm begründeten Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie hin zur NS-Psychiatrie durch die genealogisch-demografische Abteilung, die ja dann von Ernst Rüdin geleitet worden ist. Und Ernst Rüdin war der wichtigste Ansprechpartner der Nationalsozialisten im Bereich der Psychiatrie, weil er nicht nur in Deutschland, sondern auch international als der führende genetische Psychiater galt. Der Psychiater muss sich mit den Gesunden gegen Erbkranke verbünden. Dem hohen Zuchtziel einer erbgesunden, begabten, hochwertigen Rasse muss der Psychiater dienstbar sein. Auf den Hochschulen ist diese Lehre vertreten worden, ist es gelehrt worden. Es hat eben eine breite, eine breite Aufnahme gefunden, diese Ideologie. Und das hat eben hineingereicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts und somit auch in eine Zeit, wo viele, die dann später auch in der Zeit des Nationalsozialismus führende Positionen inne gehabt haben, in dieser Zeit bereits sozialisiert worden sind. Die sind mit dieser Ideologie aufgewachsen. In 1905, Rudin, along with his brother-in-law, German eugenicist Alfred Plotz, started up the first organization promoting eugenics, or what Plotz termed racial hygiene. Plotz had experience of his own as the author of the 1895 book, The Fitness of Our Race and the Protection of the Weak, where he proposed the regulation of reproduction and the elimination of sick and weak children. But Germany was not the only country where the eugenics theory was being promoted.
Other countries were, in fact, already using eugenics to apply some very drastic and inhumane measures. Eugenik, die sozusagen als Wissenschaft eben weltweit populär war, in Amerika genauso wie in Europa. Unterschiedliche Sterilisationsgesetzgebungen ja auch bereits in Amerika oder in Skandinavien praktiziert worden sind. In the United States, as early as 1907, psychiatrists successfully pushed for the passage of laws providing for the sterilization of the feeble-minded. Courses on eugenics were offered at some of the leading universities, including Harvard, Columbia, and Brown. By 1934, 28 American states had eugenics sterilization laws on the books. In the end, eugenic practitioners in the United States prevented thousands of marriages, isolated thousands more into colonies against their will, and forcibly sterilized some 64,000. In Sweden, another 60,000, mostly women, were sterilized between the 1930s and 1976, when their sterilization law was abolished. Other countries practicing eugenics included Czechoslovakia, Austria, Brazil, Japan, Switzerland, Canada, Denmark, Norway, Finland, France, the Soviet Union, Great Britain, China, and Peru. The sterilization laws of the last two are still on the books. As for Germany, the seeds of their own eugenics legislation were planted by another psychiatrist, as revealed by Frank Schneider, then president of the German Association of Psychiatry and Psychotherapy, the largest psychiatric membership organization in Germany. Es war ein Psychiater, wir haben es gerade gehört, Alfred Erich Hocher, der in seinem 1920 erschienenen Buch zur Freigabe der Vernichtung, wie er nannte, lebensunwerten Lebens, gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding den Begriff Ballastexistenzen prägte und einen Katalog angeblich unheilbarer psychischer Krankheiten erstellte, die er Zustände geistigen Todes nannte. 1930 wurde daraus in den nationalsozialistischen Monatsheften die Förderung, Zitat, Tod dem lebensunwerten Leben. The pseudoscience of eugenics rapidly swept across Germany. In the 1924 book Mein Kampf, Hitler himself hailed the psychiatric theory of eugenics as the science that would rebuild his nation. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. In Hitler, Ernst Rudin had finally found the vehicle that would make his long-held dream come true, as he would triumphantly declare when Hitler came to power. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. Ich weiß bloß, dass Rüdin sehr erfreut war, dass ihm die Nationalsozialisten dann die Möglichkeit gaben, da richtig durchzugreifen und seine Thesen, seine Ideen auch zu verwirklichen. Das war dann so etwas wie der Rüdinsche Traum. Jetzt können wir richtig zeigen, was wir können, wie wir eine bestimmte Elite fördern und die nicht da reinpassen, eben ausmerzen. 6 months after taking power, the Nazi Party turned to Rudin to lead the drafting of the 1933 Law for the Prevention of Genetically Diseased Offspring, which allowed the compulsory sterilization of any citizen who, in the opinion of a genetic health court, suffered from a list of alleged genetic disorders. Not that victims ever had a chance. Courts mandated sterilization 88.8% of the time. Einschneidend in Deutschland war dann sicherlich eben das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1934, als es 1933 und 1934 dann in Kraft getreten.
was sozusagen auch hier diese Zwangssterilisationen sozusagen aufs Programm stellte. With this law in place, psychiatrists in Germany would officially begin the wholesale sterilization of its mental patients. In the next 12 years, a total of 400,000 German citizens would be sterilized. Das begann mit der zwangsweisen Unterbringung in psychiatrischen Anstalt zur Überprüfung des Krankheitsbildes und endete tatsächlich auch mit Gewaltanwendung bei widerständigen Patienten, die ins Krankenhaus gebracht wurden und mit Gewalt auf den Operationstisch gelegt wurden. Die Zwangssterilisation, die wurde grundsätzlich ohne das Einverständnis des psychisch Kranken gemacht. Man hat ihnen nur gesagt, dass eine kleine Operation gemacht würde, hat sie aber nicht gefragt, ob sie das wollen, und auch ihnen nicht gesagt, was gemacht wurde. But the psychiatrists then took the eugenics movement a giant step further, when the sterilization turned to murder. And the first to be killed were children. The killing of institutionalized children occurred in German asylums in secret, most notably with the campaigns of psychiatrist Hermann Fanmüller at the Egelfing-Haar Hospital near Munich, where he quietly starved hundreds of children. A clandestine government program set up a network of 30 more psychiatric killing centers that would destroy its young, innocent victims with injections of morphine and gassing with cyanide and chemical warfare agents. Also die Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görden unter Leitung des Kinderpsychiaters Hans Heinze hatte eine ganz hervorgehobene Stellung innerhalb des Euthanasieprogramms, weil es zum einen sogenannte Reichsschulstation war. Das heißt, Ärzte, die für andere Kinderfachabteilungen vorgesehen waren, bekamen dort eine Kurzausbildung. Zum anderen war Brandenburg-Görden Sitz einer der beiden Forschungsabteilungen des Euthanasieapparates. Und insofern war es nicht nur Kinderfachabteilung, sondern auch Forschungsabteilung. In Wien und auch bei uns in Innsbruck erst vergangenes Monat ist zutage gekommen, dass Kinder in psychischen Anstalten eben zu Versuchszwecken hergenommen wurden. In Wien zum Beispiel zum Testen, wie die Malaria sich auswirkt. 10-jährige Kinder ist durch die Medien gegangen. Und in Innsbruck eben wurden auch die Kinder ruhig gestellt, zum Beispiel mit Elektroschocks und eben verschiedene andere Sachen. And after murdering these children, workers at these centers frequently removed their brains and sent them to psychiatrists who wanted to use them for research. But German psychiatrists were not done yet. Deswegen drängten die Psychiater im Umfeld Hitlers darauf, dass die Euthanasie ausgeweitet wurde auf Erwachsene, und zwar auf Erwachsene in Heil- und Pflegeanstalten. Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Programm. At psychiatrists' urging, Hitler would issue a secret decree allowing psychiatric euthanasia, or mercy killings, of feeble-minded people of all ages. Grundlage für das Euthanasieprogramm war der sogenannte Gnadentoderlass Adolf Hitlers, der ja datiert ist auf den 1. September 1939. Kein Datum von ungefähr, es ist der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges. Auch mit der Idee vielleicht im Hintergrund, nicht nur den Krieg nach außen, sondern auch den Krieg innerhalb des deutschen Volkskörpers, ja, gegen die Schwachen innerhalb des deutschen Volkskörpers führen zu können. To carry out Hitler's decree, psychiatrists set up an ultra-secret killing machine called Operation T4, after the street address of their Berlin headquarters on Tiergartenstrasse 4. Die Aktion T4 ist ein Kürzel, hinter dem sich die Ermordung von etwa 70.000 Psychiatriepatientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches verbirgt. Sie fand statt zwischen 1940 und 1941. Sie war die logische Verlängerung und Fortsetzung der Kindereuthanasie. T4 psychiatrists under Werner Haider, a captain in the Nazi Death's Head unit and psychiatric expert for the Gestapo, were handsomely paid to make life and death decisions.
a blue minus sign for life, and a red cross for death, based only on patient questionnaires sent in from mental institutions across the country. Es waren Psychiater, die sozusagen auch aufgrund der Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, welche Personen denn jetzt tatsächlich der Euthanasieaktion zugeführt werden sollen und welche nicht. Nicht davon gesprochen, dass sie in den wenigsten Fällen diese Personen selbst gesehen haben, sondern wirklich alleine aufgrund dieser Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, wer jetzt der Aktion zugeführt werden sollte und wer nicht. 50 ausgewählte Gutachter, darunter damals namhafte Psychiater, werteten die von den Psychiatern der Kliniken außen zurückgeschickten Meldebögen aus, selektierten und entschieden über Leben und Tod. Unter diesen Gutachtern waren auch Werner Villinger, Friedrich Mautz und Friedrich Panser. In der Nachkriegszeit drei Präsidenten unserer Fachgesellschaft in der Nachkriegszeit. In order to facilitate the murders, 6 psychiatric institutions were converted into official killing centers, where victims would be taken from mental hospitals all over Germany. To avoid detection, those designated for death were whisked away from their asylums in the early hours of the morning, under cover of darkness. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Hadamar ist vielleicht eine der bekanntesten. Dort wurde zum ersten Mal erprobt, wie mit unter Einsatz von Giftspritzen als Medikamente, getarnte Giftspritzen, in kleinerer Zahl zunächst und dann auch in größerer Zahl getötet wurde. Also Schloss Hattem war eine der 6 Euthanasieanstalten des Deutschen Reiches. Im Zeitraum zwischen 1940 und 1944 sind hier 30.000 Menschen ermordet worden. Es war ja auch hier in Schloss Hartheim quasi ein alltäglicher Betrieb, wenn man das so sagen kann, wo auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen worden sind, wo sozusagen dieser Arbeitsrhythmus, dieser Tagesrhythmus vorgegeben war. Und all diese Personen haben hier ihren Beitrag geliefert, um das überhaupt durchführen zu können. For psychiatrists, the killing was lucrative. A hospital could murder a patient and continue to bill families using post-dated death certificates. Other money was obtained through selling the gold of the dead victim's teeth. The killing became so depraved that at the Hadamar Extermination Center, a celebration was held for the cremation of its 10,000th patient. In total, 70,273 people deemed life unworthy of living were slaughtered in institutions such as Hadamar, Hartheim and Brandenburg. Until August 1941, when mounting public outrage forced the Nazi government to order a stop to the T4 program. Murder was, after all, still technically against the law. But what is not well known is that in spite of Hitler's order to stop, psychiatrists continued their murder spree, killing another 230,000 mental patients on their own and behind closed doors. Stopp der Aktion T4 bedeutet aber nicht auch den Stopp der Ermordungen, der Tötungen an Menschen mit psychischer Erkrankung oder körperlich-geistig behinderten Personen. Diese wurden sehr wohl fortgesetzt, allerdings eben nicht mehr in diesen Euthanasiestätten, die eingerichtet worden waren, sondern dezentral in den Heil- und Pflegeanstalten selbst, wo dann die dort diensthabenden und leitenden Psychiater führende Rolle eingenommen haben, was die weitere Tötung und Mordung dieser Personen angegangen ist. And the body count of murdered mentally ill could well be higher, as psychiatrists both before, during and after the Nazi era routinely withheld food and nutrition from their patients to get them to die quietly and without suspicion. So sind schon während des Ersten Weltkriegs allein in Berlin über die Hälfte der Insassen der psychiatrischen Anstalten verhungert. Schlichtweg verhungert, das weiß man gar nicht, das ist alles der Nazizeit vorausgegangen.
But the killing of those that psychiatrists deemed inferior had only just begun. In fact, when Hitler decided to move the killing into the concentration camps to eliminate the sick, elderly, and those deemed unfit for work, he called upon top German psychiatrists. Likewise for the program Murdering the Jews. Viele Personen, die später auch im Zuge der Aktion Reinhardt, das heißt bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Also alles Personen, die hier in Hartheim führende Positionen inne gehabt haben, sie haben später auch leitende Positionen in den Vernichtungslagern wie Sobibor oder Treblinka inne gehabt. Ich denke mir, diese Verbindung aufzuzeigen, ist eine ganz wichtige und eine ganz dringliche. Sozusagen diesen Personaltransfer, den es hier gegeben hat, aber auch diesen Technologietransfer, also dieses Know-how, was man sich in den Euthanasieanstalten bereits zu eigen gemacht hat, durch die Massentötung von Menschen, das wiederum dann Eingang gefunden hat, eben im Zuge der Vernichtungslager, im Zuge der Aktion Reinhardt. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten anhand derselben Meldebögen statt wie die der Herrenhäuser. Die Psychiatrie hat eine ganz entscheidende Rolle beim Holocaust gespielt, weil sie nämlich den Damm gebrochen hat, der gegen die Tötung unschuldiger Menschen da bestand. All told, between 11 and 17 million people were murdered during the Holocaust, all judged eugenically inferior and marked for death. And psychiatrists designed the entire machinery. Not only that, the killing continued in the institutions where mental patients were starved to death during the 3 years after World War II. In fact, the mortality rates at the hospitals after the war skyrocketed, with one psychiatrist putting the death toll at 20,000. Some apologists claim that psychiatrists at the time were coerced into participating in the killing programs by the Nazi regime, that they couldn't refuse under penalty of prison or death. But the evidence shows that the few psychiatrists who declined to participate were never punished. Ich weiß von der Klinik in Lemgo, ärztlicher Direktor war Nazi, war Mitglied der Partei. Er ist wie einige andere auch, aber jemand gewesen, der gesagt hat, aus meiner Klinik kommt keiner weg. Der hat keinen abgeliefert, dem ist übrigens nie was passiert, was auch wieder mal zeigt, man konnte sich weigern, ohne dass das große Nachteile hatte. Other apologists say that the euthanasia program was driven by a few rogue psychiatrists. But the fact is, the program was developed and instituted with the full cooperation and support of Germany's most influential psychiatrists. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. Military Tribunal 1 has found and has judged you guilty. It is beyond doubt that the responsibility for the extermination campaigns of the Third Reich lies directly at the feet of psychiatry. At the war crimes trials in Nuremberg that followed, experts all agreed that the mass murder programs would never have happened if psychiatry hadn't conceived, organized, and run them. The methods used and personnel trained in the killing centers for the chronically sick became the nucleus of the much larger centers in the East, where the plan was to kill Jews and Poles and to cut down the Russian population by 30 million. In fact, Alexander also wrote that sterilization and euthanasia of people with chronic illness had been discussed by Bavarian psychiatrists some 2 years before Hitler even came to power. But Alexander, a staunch supporter of eugenics, was worried about psychiatry's reputation. And instead of calling his German colleagues to account for their crimes, he did damage control,
Very few psychiatrists were ever brought to trial, much less convicted of anything. Man hätte die deutschen Psychiater schon zur Rechenschaft ziehen müssen und man hätte nach dem Krieg vor allem das bekannt machen müssen, was da geschehen ist. Das ist ja unterdrückt worden. Kein Wort, keine Entschuldigung, keine Mahnung. Und bis auf wenige Einzelne beteiligte sich damals offensichtlich die große Mehrheit der deutschen Psychiater und Mitglieder unserer Fachgesellschaft in Forschung, Wissenschaft und Praxis an der Planung, Durchführung und wissenschaftlichen Legitimierung von Selektion, Sterilisation und Tötung. Nuremberg judges would declare Nazi eugenical practices a crime against humanity. If there is such a thing as a crime against humanity, here we have it repeated. A million times over. It was an empty pronouncement, for most psychiatrists, still committed supporters of eugenics, returned to their homes and took up right where they left off before the Nazis came to power, in well-paid, well-respected positions. Viele psychiatrische Ärzte haben einfach ihre Karrieren mitunter vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung, nichtsdestotrotz einfach fortsetzen können. Und das ist sozusagen auch ein Punkt, dass es hier Kontinuitäten gibt, die sich wirklich über die Zeit des Nationalsozialismus auch bis in die 50er, 60er, 70er, bis in die Gegenwart hineinzeichnen und verfolgen lassen. One such psychiatrist was one of the most guilty of all. Unfassbar ist heute die Geschichte des bereits erwähnten Professors Werner Heide. Er war der medizinische Leiter der T4-Aktion. Nach dem Krieg wurde er per Haftbefehl gesucht und machte unter dem Namen Dr. Med. Fritz Savade von 1950 bis 1959 dennoch eine zweite Karriere als Gerichtsgutachter in Schleswig-Holstein. Er wurde von Ärzten und Juristen gedeckt, die über seine wahre Identität informiert waren, und viele andere, denen seine Doppelidentität ebenso bekannt war, unternahmen nichts. It wasn't until 1959 that Heide's past became a national scandal. Charged with war crimes, he committed suicide in 1964 before his trial could begin. But others were never even caught. T4 psychiatrist Friedrich Maus not only was not brought to trial, he was elected the head of the German Association for Psychiatry and Neurology from 1957 to 1958. Fellow T4 psychiatrist Friedrich Panzer, who described the extermination of the incurably ill as making his colleagues drunken with elation, was acquitted of all charges against him in 1948 and also ran the association from 1965 to 1966. Werner Willinger, another T4 psychiatrist, was professor of psychiatry at the University of Marburg from 1946 to 1956. And even participated as an honored guest at the 1950 White House Conference on Children and Youth in Washington, D.C. And Ernst Rudin himself was never punished and died a free man in Munich at the ripe old age of 78. Meanwhile, psychiatrists continued to practice in Germany and emigrated throughout the world to spread the many ideologies of German psychiatry to entire new generations. In the years that followed, psychiatrists in Germany would keep very quiet about their responsibility for the killing campaigns of the Third Reich until mountains of damning evidence forced their leadership to apologize for what was by now obvious to all. Psychiater haben in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen verachtet, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und töten lassen und auch selber getötet. Unabhängig von den Forschungsergebnissen, die wir in den nächsten Jahren erwarten, habe ich spät genug bei allen Opfern und Angehörigen um Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde. Today, psychiatry's influence can be felt everywhere. In our schools, our court systems, the media,
even our governments. But has psychiatry learned from its past? Or do today's psychiatrists still inflict damaging treatments on their helpless victims? Could they be the same wolf in another sheep's clothing? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie übernommen. Sehr viele Professoren und Psychiater in eigenen Praxen haben auch während der Nazi-Zeit gearbeitet und haben das auch dann an die damalige nachfolgende Generation weitergegeben. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazi-Zeit. Es sind nur, die Methoden sind heute verfeinert. Nowhere is this truer than in today's psychiatric hospitals, where those with behavior considered undesirable are not healed, but repressed. Die Psychiatrie wird in Deutschland wie auch ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in Österreich dazu eingesetzt, Menschen zu brechen. Es geht hier nicht mehr um Strafe oder um Bestrafung, sondern hier geht es einfach darum, den Willen der betreffenden Menschen zu brechen. Die Leute, die dann mit psychischen Problemen ins Haftkrankenhaus kommen, nicht einmal die normalen Rechte eines Kriminellen haben, sondern die sind eigentlich entrechtet. Sie können natürlich letzten Endes nicht verhindern, wenn sie mal in die Mühlen der Psychiatrie geraten sind, dass sie dann da eben bekannt sind. Ja, da kommen sie nur ganz schwer wieder raus. Der schlechte Ruf, den die Psychiatrie hat, der ist meines Erachtens auch berechtigt. Sobald man eine Station, eine psychiatrische Station betritt als Patient, verliert man oftmals auch die Grundrechte des menschlichen Daseins, der Eigenbestimmung. Ja, ich bin Mutter von 4 Kindern, werde ab Donnerstag hier festgehalten. Meine Tochter ist am 8. März 5 geworden. Zweimal steht Polizei vor meiner Tür und Jugendamt, um meine Kinder zu nehmen. Ja. This is Haar, the infamous psychiatric hospital near Munich, where psychiatrist Hermann Fahnemüller so brutally murdered children entrusted to his care during the Nazi era. Sie sagen, ich muss 6 Wochen in der Psychiatrie bleiben. In Haar. Im Haar gesperrt. Ich wurde 3 Tage wirklich auch nicht zur Toilette durfte ich gehen. Today, it is still a working asylum whose cruelties have never changed. Am schlimmsten in der Psychiatrie Haar ist, dass die Menschen sehr schlecht behandelt werden, dass die Menschen einfach als Tiere gesehen werden, dass sie nur gehorsam einfach zu folgen haben. Und mit mir wird auch sehr schlimm umgegangen, obwohl sie merken, dass ich sogar völlig gesund bin. Haar is a typical example of psychiatric institutions today, where no one is safe from sudden, forced incarceration. Not even an award-winning sports journalist accused of drinking too much. Ich habe am ersten Tag so oft und so nachdrücklich ich konnte gesagt, ich will nicht nach Haar, ich möchte mich nicht umbringen, ich möchte nach Hause. Warum macht ihr das mit mir? Mir wurde als Stanzenantwort gegeben, sie sind betrunken, sie wollen sich umbringen. Und wenn ich sagte, ich will mich nicht umbringen, dann sagte man nichts. Nichts. In hospitals like Haar, inmates are not believed and have no rights. And just as those who did not conform to the societal norms in times before were whipped, chained, and put into cages, today's nonconformists are forcibly drugged into a stupor. Ich bekam 12 Tabletten am Tag. Es wird gesagt, 8 ist schon sehr stark. Diese 12 Tabletten haben bewirkt, dass ich tagelang über die Station getaumelt bin. Ich bin von einer Wand zur anderen gefallen. Und dann habe ich über diese Droge nachgedacht. Warum geben die mir das? Es half mir nicht.
Es half mir überhaupt nicht in meiner Befindlichkeit. Ich wurde nicht nüchterner, sondern ich blieb eigentlich wattiert, obwohl ich keinen Alkohol mehr hatte. And as for getting actual comfort and support, it's nowhere to be found. Dann kommen die Herren in Weiß. Also es war eine Dame und drei Herren. Die haben sich titulieren lassen als Frau Doktor, Herr Doktor. Sie konnten mich und die anderen nicht anschauen. Sie gingen an mir vorbei wie große Sportstars, die an einer Meute Journalisten vorbeigehen. Sie wollten nicht wissen, was denn mit mir los sei, ob ich denn einen Kummer hätte. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich hatte in Haar habe ich peu à peu Ziele verloren. Ich bestand immer aus Zielen. Ich habe immer gesagt, das nächste Buch, das nächste Projekt, in Haar habe ich, drohte ich alles zu vergessen. Like many detained in today's psychiatric hospitals, Detlef came out of Haar not only worse off, but deeply traumatized. Und ich war nach Haar erschrocken darüber, wie zerbrochen ich war. Und das war das nachhaltigste Gefühl. Ich war vor der Zeit wahrscheinlich der meistprämierte deutsche Sportjournalist. Ich war sehr erfolgreich gewesen. Nach meiner Zeit in Haar kannte mich kaum, wollte mich niemand mehr kennen. Es gab dann, das wurde mir kolportiert, bei einer großen deutschen Illustrierten eine Konferenz, eine wichtige Konferenz montags. Da sollte das Schicksal des besten deutschen Torhüters beschrieben werden. Ein Teilnehmer sagt, das könnte doch der Fetten machen. Was ich wirklich hätte machen können, ich kannte diesen Torwart sehr, sehr gut. Die Chefredakteurin blickt auf und sagt, der Fetten? Der war doch in Haar. Der ist doch tot. Oder unter der Brücke. Oder verrückt ist er auf jeden Fall. Ich war weder tot noch unter der Brücke. Und verrückt schien ich mir auch nicht zu sein zu der Zeit. Aber ich war durch. Wenn über mich geredet wurde, dann war ich der Idiot. Der Idiot, der es nicht geschafft hat. Haar is a present-day reminder that far from being places of healing, psychiatric institutions have always functioned as the worst sort of prisons, where someone can be incarcerated against their will without even being charged with a crime. Every year, over 750,000 people worldwide are involuntarily committed to a mental institution and stripped of their rights, an average of one person every 40 seconds. And once behind locked doors, flagrant human rights violations can occur. Topping the list, the forced administration of powerful psychiatric drugs. Die Menschen glauben, sie wären, wenn sie sich in Psychiatrie begeben, glauben manche, sie wären eben in besten Händen. Sie verlassen sich blind auf diese Personen, wo sich Ärzte nennen, in der Psychiatrie. Einmal, die Psychiater haben keine andere Idee, mit diesem Leiden des Menschen umzugehen. Und zum Zweiten gibt es gerade in Europa und in Amerika diese übermächtige Pharmaindustrie, die bunten Pillen, die sie nun mal herstellt, für sehr viel Geld auch gewinnbringend an die Leute bringen will. Today, there is a powerful alliance between the drug industry and psychiatrists,
most of whom depend on psychiatric drugs for their livelihood, all of which creates a deadly conflict of interest. Wenn man als Patient erstmal begreift, dass natürlich der Arzt abhängig ist von der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie natürlich in erster Linie Geld scheffeln möchte und dass letzten Endes der Arzt davon lebt, dass du krank bist, dann ist natürlich schon klar, dass man sich seine Gedanken darüber machen sollte, ob man denn tatsächlich krank ist. Wenn man aber gesehen hat, dass die Industrie dauernd versucht, die Zahl der angeblich Kranken zu erhöhen, damit sie möglichst hohe Umsätze macht, und wenn sie die Medizin da mit Hilfe ihrer eigenen Jünger da missbraucht, das beeindruckt einen doch schon sehr und macht Angst und Ärger. Das ist so interessant, weil es ein Riesenbereich, das ist eine der größten Gelddruckmaschinen, die Deutschland überhaupt zu bieten hat. Hier werden Milliarden und Abermilliarden jeden Tag bewegt. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich, wo die Korruption einen Nährboden findet, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, man muss ja sagen, es steht ja leider nicht das Befinden des Patienten im Vordergrund der Überlegungen. Das sagt ja eigentlich alles nicht. Case in point. Barbara, an acclaimed fashion designer who simply wanted help with the life problems troubling her. But a helping hand was far from what she received. Und in der Psychiatrie ist es dann so, da kommst du dann dahin, ganz furchtbar in die geschlossene, kriegst gleich die Hammer-Tabletten, wirst als Alkoholiker diagnostiziert und es ist eigentlich von der ersten Minute an die größte Demütigung, die einem Menschen passieren kann. Also wenn ich mir überlege, wie viel verschiedene Psychopharmaka ich genommen habe, weiß ich das wirklich nicht mehr, weil es waren Massen. Und ich habe die schlimmsten Zustände hervorgerufen durch diese Tabletten erlebt. Also Panikattacken, Schweißausbrüche, total bescheuerte Handlung, dass ich gar nicht mehr selbst gesteuert war, sondern ich wurde echt fremdgesteuert durch diese Tabletten. Also das Allerschlimmste, was ich genommen habe, das war Zoloft. Und das hat mich also total ferngesteuert. Da war ich immer ganz dicht, da bin ich gleich auf die Straße gelaufen, habe irgendwelche Leute gesucht und vollkommen durchgeknallt. Richtig schön durchgeknallt. Und wenn ich dann sauer war und mich gewehrt habe auf Teufel komm raus, dann haben die mich da sogar fixiert. Und fixieren ist die größte Demütigung aller Zeiten. Das gibt es nicht. Das ist schlimmer, das ist Folter. Das ist Folter hoch. Und dann hat er dann immer noch da hinter der Scheibe gestanden und gesagt, so, jetzt mal richtig. Jetzt zeigen Sie uns doch mal, was Sache ist und so. Es war so brutal. Und wenn du das jemandem erzählst, am Arzt, dann glaubt er das natürlich nicht, weil der Pfleger ihm vorher gesagt hat, die hat total gesponnen und die ist durchgedreht und deshalb musste ich sie fixieren. Dass der mich aber nur quälen wollte. So ein kleiner Racheakt, ne? Also mir wurden bestimmt von der Psychiatrie 6 verschiedene Psychosen eingeredet. Aber es kommt bei der Psychiatrie nie eine richtige Diagnose dabei raus. Und das Schlimmste ist auch, dass die Psychologen dann ja auch so furchtbar sind, dass sie das alles so hinbiegen, auch rein rhetorisch, dass man immer Opfer ist, dass man also immer, das sind immer die Großen, egal was sie tun, was sie sagen, dem hat man zuzuhören, dem hat man zuzustimmen und die Medikamente muss man einnehmen. Und wenn man dann versucht, selber irgendwas dazu klarzustellen und sagen, ich möchte das aber nicht, es ist doch eine falsche Diagnose, oder dann ist man gleich so, komm, keine Ahnung und gleich eine Tablette mehr. Ich habe nur noch gebetet, dass irgendwie jemand, bitte der liebe Gott, kommt und mir hilft. If Frank Schneider had been completely honest with his colleagues, he might have apologized for psychiatrists' avalanche of psychiatric drug prescriptions over the past 30 years. For not only are psychiatric drugs regularly used in institutions to sedate and control, but these same drugs are being given to the general public worldwide and are today an $84 billion industry. And what psychiatrists won't tell you is that some of the drugs work no better than a sugar pill,
and all are laden with damaging and potentially devastating side effects. Eine Wirkung hat Psychopharmaka, aber nicht in Richtung Heilung, sondern in Richtung Zerstörung von Persönlichkeit, in Richtung von Störung der normalen Abläufe im gesamten Organismus. Man kann mit Psychopharmaka die Leute ruhig stellen und das sieht dann aus wie eine Art Genesung oder eine Verbesserung. Aber das ist nicht das Wahre. Die Ursache wird nie behandelt. Es werden eigentlich nur Symptome unterdrückt. Und das hat dann zusätzlich noch erhebliche Nebenwirkungen und zieht weitere Folgen nach sich, nachteilige Folgen, Krankheiten für diese Personen. Psychopharmaka können sich schädlich auf die Hirntätigkeit auswirken, indem man die Außenstehenden feststellen, dass die Patienten verlangsamt sind oder anders werden im Laufe der Zeit. Die sind von ihren Gefühlen abgeschnitten und die können gar nicht mehr wissen, was gut und nicht weniger gut oder gut und böse ist. Sie können es nicht mehr unterscheiden. Einzelne Medikamente können zum Beispiel dramatische Gewichtszunahmen machen, andere können starke Unruhezustände, Schlafstörungen, Nervosität einfach befördern, bis dahin, dass sie sogar zu einer erhöhten Suizidrate einfach führen können. Wenn man diesen Personenkreis dann noch mit Psychopharmaka belastet, ist die natürlich die Katastrophe vorprogrammiert. Claudia is another victim of HAR, a perfect example of how a person in excellent physical condition can, because of some coffee, have their health destroyed by psychiatric medication. Ich hatte eines Morgens 7 Tassen Kaffee getrunken, ohne Zucker, ohne Milch. Ich hatte nichts gegessen den Tag und mir wurde dann sehr schlecht. Ich hatte nie mit dem Kreislauf zu tun, meiner Kindheit nicht, bin nie umgekippt und nahm das dann sehr ernst. Und rief den Notarzt und landete dann, um es kurz zu machen, nicht wie erwartet in einem normalen Krankenhaus, sondern in einer Psychiatrie. Ich wachte dann den nächsten Tag auf und dann, als ich auch fertig war, fragte man mich eben, ob ich jetzt wieder nach Hause gehen möchte, ob es mir wieder gut geht. Und ich sagte ja und daraufhin bestellten die einen Richter und verknackten mich. Am nächsten Tag, nach diesem richterlichen Beschluss, bekam ich das erste Mal Psychopharmaka verpasst. Ich habe selber Psychopharmaka-Nebenwirkungen gespürt, zum Beispiel eben so einen Zungenschlundkrampf. Damit wäre ich eben normal nie konfrontiert worden, wenn ich nicht Psychopharmaka hätte nehmen müssen. Und dabei streckt man die Zunge so raus, man sieht aus wie eine behinderte Person, geistig behinderte Person, aber man ist völlig klar bei Bewusstsein und das ist sehr ein ganz fürchterlich quälender Zustand für einen selber. Man weiß auch gar nicht, ob der je zu Ende ist. Und es war in meinem Leben noch nie, dass ich sowas hatte. Und ich rief meine Mutter an: Mutter, ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr normal laufen, ich kann nicht mehr sitzen und ich konnte nichts mehr tun. Ich konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr schlafen, nicht mehr liegen. Also, und der Speichel lief mir aus dem Mund. Das war ein ganz fürchterlicher Zustand. Und dieses Leponex führte dazu, dass ich innerhalb von sage und schreibe 3 Wochen, 14 Tagen, 3 Wochen 10 Kilo zugenommen hatte, völlig phlegmatisch wurde. Ich fühlte mich wie Lehm. Ganz komisch körperlich mich gefühlt hatte und dann mit Übergewicht zu kämpfen hatte, auf einmal ganz schnell und dann war ich auch nicht mehr ich selber. Also bei mir wurden mindestens 8 verschiedene Diagnosen festgestellt. Also ich hatte, es fing an von paranoid halluzinatorischen Syndrom, eine Borderline-Störung, Persönlichkeitsstörung, Antriebsstörung, Psychose, Depression, Bipolar und paranoide Schizophrenie. Also ich habe sehr wenig nur mit einem Arzt geredet. Ich hatte mal gezielte Fragen, aber ja, die mir auch nicht immer beantwortet werden konnten. Zum Beispiel wurde mir einmal beantwortet die Frage, warum man denn
diese Diagnose da hinschreibt, ja, wenn ich doch gar nicht diese Symptome habe. Und da sagte der Arzt mir wirklich, ich schwöre, damit er das bei der Krankenkasse so abrechnen kann. Man sagte mal immer diesen Spruch, in Haar ticken die Uhren anders. Ja, das heißt, eine Woche ist gar nichts. Du redest einmal 5 Minuten über deine Befindlichkeiten mit dem Psychiater und dann bis zur nächsten Woche. Ich sehe auch keinen Willen, irgendwie jemanden zu heilen oder heilen zu wollen. Davon spricht sowieso keiner. Wenn ich nach Heilung gefragt habe, da ist immer alles hoch aufgeschreckt und man befürchtet dann irgendwie, derjenige würde möglicherweise seine Medikamente nicht mehr nehmen wollen. Ich glaube mittlerweile, es kann jedem passieren, dass er in solche Situationen gerät, auch in so ein, ich sag mal, in dieses Psychiatriesystem irgendwie reinrutscht oder ja, damit auf einmal konfrontiert ist. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sich davon ausgenommen ist. Niemand. Ich glaube, niemand ist davon ausgenommen. After being institutionalized and falsely labeled as mentally ill, Claudia gave birth to 2 beautiful babies. She was forced to give them up and is now fighting for her life from the disastrous effects of the psychotropic drugs. So, with all that we have heard, how is it that these drugs were ever approved for use? Listen to this very senior member of an expert scientific committee who laid it all out for us. Due to political pressure, after the interview, he asked us to disguise his face and voice. Na, die Tatsache, dass Arzneimittel auf den Markt kommen, die ihre Sicherheit nicht eindeutig bewiesen haben, ist ein generelles Problem der Zulassung. Das Problem ist, dass die Sicherheit dieser Arzneimittel in Studien an wenigen 100 bis wenigen 1000 Patienten untersucht wird und immer nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Das bedeutet, dass langfristige Risiken oder seltene Risiken grundsätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung nicht bekannt sind und nur dann frühzeitig erkannt werden, wenn unmittelbar nach der Zulassung diese Arzneimittel intensiv beobachtet werden. Man nennt das Post-Marketing Surveillance, ein Prozess, der unzureichend funktioniert. Sicherlich ein weiteres Problem ist, dass viele der Zulassungsstudien oder praktisch fast alle der Zulassungsstudien von pharmazeutischen Unternehmen gesponsert und durchgeführt werden. Wir wissen heute, dass diese Studien auf verschiedene Art und Weise manipuliert werden können. Das beginnt beim Design der Studie über die Auswertung bis zu einem ganz wichtigen Problem, dem Publication Bias, dass also nur die guten Ergebnisse publiziert werden und die negativen Ergebnisse unterdrückt werden. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zu einem Psychopharmakon Reboxetin haben gezeigt, dass der Hersteller auch dem IQWiG nicht alle diese Daten zur Verfügung stellt und eine endgültige Bewertung erst erfolgen konnte, als man gezwungen hat, den pharmazeutischen Hersteller wirklich alle Daten hinzulegen. Und dann hat man auf einmal gesehen, dass dieser Wirkstoff eigentlich gar keinen überzeugenden Nutzen hat und hat sozusagen auch die Erstattung für diesen Wirkstoff widerrufen. Es ist gut bekannt, wenn man sich die Fachinformationen anschaut, wenn man sich die klinischen Studien anschaut, dass sowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika natürlich zu aggressivem Verhalten, zu Suizidalität, bis hin auch zu Attacken auf andere Personen führen können. Ich befürchte, dass die Ärzte nicht immer über diese unerwünschte Arzneimittelwirkung ihre psychiatrischen Patienten ganz korrekt informieren. Wir können daraus rückfolgern, dass die Verordnung der Antidepressiva viel zu häufig erfolgt in Deutschland auch und dass natürlich die Risiken, die diese Arzneimittel haben, doch mitunter den Patienten nicht in dem Umfang geschildert werden, wie es eigentlich notwendig wäre. By pushing these drugs as their main solution, psychiatrists have accumulated a miserable track record and a long trail of victims. Nevertheless, these self-described mental health experts have used their authority to infiltrate almost every aspect of modern society. Ich finde, dass die Psychiatrie sehr stark Fuß gefasst hat in der
Rechtsprechung sehr stark Fuß gefasst hat im Vollzug, stark Fuß gefasst hat in der Schule und damit alle in allen Bereichen, die für das soziale Miteinander wichtig sind. Und das ist ein Riesenproblem. And it begins with the most vulnerable. Our children. In meinen 34 Jahren als Lehrerin hat sich ganz bestimmt Grundlegendes geändert. Und vor allem eben immer mehr und mehr im Laufe der Jahre wurden die viel zu schnell die Kinder falsch diagnostiziert. Weil sobald die Kinder irgendeine Unregelmäßigkeit zeigten, wurde sofort zum Arzt gegangen und der verschrieb irgendein Psychopharmaka, das auch eben den Kindern gegeben werden sollte, damit sie unter Anführungszeichen ruhiger werden sollen. It was in the early 1960s when American psychiatrist Leon Eisenberg announced that normal childhood behaviors such as fidgeting and inattention were supposedly signs of a psychiatric syndrome, later called attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD. He had no medical proof, of course, no blood tests, x-rays, or brain scans showing actual physical disease. But that hasn't stopped psychiatrists from decreeing that over 74 million normal kids worldwide are mentally ill with ADHD, a number nearly equal to the entire population of Germany itself. And over the years, the ages of the children diagnosed have gotten younger and younger. Also ich arbeite im Kindergarten und da geht's ja schon los. Da fangen Ärzte schon an, Kinder hyperaktiv zu nennen, obwohl man das ja eigentlich noch gar nicht feststellen kann in diesem Alter. Es scheint wirklich so, dass ADHS eine fabrizierte Krankheit ist, die den scheinbar den alleinigen Sinn hat, Kinder auf Psychopharmaka zu setzen. Nicht, dass die Behandlung eines Kindes mit einem Medikament beginnt, dass das Kind mit Nebenwirkungen zeigt und diese Nebenwirkungen dann mit dem zweiten bzw. dritten Psychopharmakern bekämpft werden müssen und werden. 400,000 German children are currently taking psychotropic drugs. And worldwide, that figure skyrockets to 20 million. And this is just an estimate that may well be much higher. Psychiater behaupten, dass Kinder, die eben verhaltensauffällig sind und die dann Psychopharmaka zu sich nehmen, dass sie besser lernen. Das totale Gegenteil ist der Fall. Also wenn Kinder auf Ritalin sind oder auf irgendwelchen Psychopharmaka, macht es das natürlich wesentlich schwerer, mit ihnen zu arbeiten oder erzieherisch tätig zu sein, als wenn sie das nicht sind. Psychiater, die Kinder mit der Diagnose ADHS stigmatisieren und den Eltern noch klar machen, dass es eine lebenslange Erkrankung ist und sozusagen lebenslang mit Psychopharmaka behandelt werden muss, ist in meinen Augen untragbar und das hat mit der ärztlichen Ethik nichts zu tun. Statistics show that boys are twice as likely to be diagnosed with ADHD than girls. This family is a typical example of what happens when the normal, spirited behavior of two young boys is redefined as a mental disease. Also mein Sohn Marcello, der war 5 Jahre alt und ging in Langfurt in unserem Ort im Kindergarten. Und es wurde halt immer wieder von den Kindergärtnern gesagt, er ist sehr lebhaft, er kann sich im Stuhlkreis nicht still hinsetzen, er würde immer zu laut sein, der typische Zappel-Philipp, und wurde mir dann angewiesen, ich sollte ihn testen lassen, bei einem Kinderpsychologen austesten lassen, auf ADS oder auf ADHS. Schon wo wir hingefahren sind, zu dem Kinderpsychiater, wollte ich nie hin.
weil ich habe mir gesagt, ich bin normal, ich muss da nicht hin. Aber der Kinderpsychiater hat mir immer, die haben mir halt immer gesagt, ADHS, ich habe das, es muss halt so therapiert werden. Bei meinem Sohn wurde diagnostiziert ADHS mit der Diagnose dann, dass er Methylphenidat nehmen darf. Es fing an mit 5 Milligramm. Da habe ich schon gedacht, mein Gott, ich bin anders als die anderen. Und wieso muss das gerade ich sein? Und das war halt schon schlimm, weil ich wollte so sein wie der andere Junge in meinem Alter. Und dann haben die halt einfach gesagt, ich bin anders und ich muss therapiert werden, alles mögliche, ich muss diese Tabletten nehmen. Die Nebenwirkungen beim Methylphenidat, bei meinem Marcello, waren als erstes, er hat weniger gegessen. Viel weniger wie sonst, also er hatte keinen Appetit mehr, er aß noch normal, aber nicht wie vorher. Dann kamen Probleme, ja, er wurde dann doch depressiv, würde ich das jetzt nennen, wo ich mir viele Gedanken gemacht hatte. Er hatte immer so Stimmungsschwankungen, auf, ab, auf, ab. Man hat manchmal eine Kleinigkeit gesagt und er ging hoch wie ein Vulkan, wo man dann gar nicht wusste, also eigentlich war das jetzt gar nicht so schlimm. Als ich mir die Klinik nahm, hatte ich sehr schwere Nebenwirkungen. Ich kam sogar auf Selbstmordgedanken, weil ich einfach alles loswerden wollte. Das war alles eine Belastung für mich. Ich war immer der Meinung, das ist die Diagnose ADS, das ist dieses Krankheitsbild, was dazugehört, was ich aber nie aufs Medikament bezogen habe. Wo ich eigentlich jetzt immer auch als Mama weiterhin schockiert bin und erst auch zu sagen, durch meinen zweiten Sohn immer mehr darauf kam, dass es wirklich mit dem Medikament zu tun hat. Ich war 7 und ich heiße eigentlich Massimo. Also mein Sohn Massimo wurde vom Kinderpsychiater diagnostiziert, ADS. Damals war er 5,5 Jahre. Ihm wurde das Medikament Medikinet verschrieben, 15 Milligramm. In dem Moment, nach 2 Stunden, wenn die große Wirkung des Medikaments losgelassen hat, wurde der Massimo apathisch. Das heißt, er lag da und hatte zu nichts mehr, er war nicht ansprechbar. Da, wo ich die Tabletten nehmen musste, ging mir es nicht gut. Ich hatte die Tabletten genommen, habe gar nichts mehr gefühlt, konnte nur noch ein bisschen essen und lag auf dem Sofa und konnte nichts mehr essen. Dann hat das Medikament losgelassen, dann wurde er nicht mehr apathisch, dann ist er langsam wieder so in diesen, der Blutkreislauf, sage ich jetzt mal, ist wieder in die Wallung gekommen und dann wurde er so aggressiv, dass ich dieses Kind nicht bändigen konnte. Also egal, was ich sagte, entweder hat er geheult, entweder hat er geschrien. Es war ein Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, es geht nicht. Und auch er. Es war einfach ein Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, nee, es muss so gehen. Ich bin richtig froh, dass ich Medikinet nicht mehr nehmen muss. Ich wollte es ja auch nicht nehmen. Und als ich es dann abgesetzt habe, dieses Medikinet, da war ich richtig erleichtert, das nicht mehr zu nehmen. Weil man doch immer dann auf den Gedanken kam, ich bin anders und muss diese Tabletten nehmen. Dabei war ich gar nicht anders. Aber in sich drinnen ist ein Loch in einem drinnen und sich denkt, hallo, ich kann mit meinem Kind nur reden, wenn er eine Tablette schluckt. Es macht einen krank, es macht einen schlaflose Nächte, es macht einen verrückt. Ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, das hätten wir alles nicht gebraucht. Sie sind, wie sie sind und sie dürfen das, was sie dürfen, weil sie sind Kinder. Shortly before his death in 2009, psychiatrist Leon Eisenberg confessed that ADHD was a terrible mistake, calling it a prime example of a fictitious disease. But it was too late. A psychiatric juggernaut was underway, and it didn't end with a simple diagnosis. In making this documentary, we met many families forced into psychiatric treatment, and if they didn't comply, their children were literally ripped from their homes. Es ist sehr tragisch, dass manches Mal, wenn Kinder von einem Psychiater Psychopharmaka verschrieben bekommen, werden die Eltern gezwungen, dieses Medikament dem Kind zu verabreichen. Wenn eine freiwillige Situation sei, du gehst jetzt bitte zum Psychiater oder du siehst dein Kind nie wieder, dann ist dieser Zwang doch schon erheblich genug. Eltern sind dann, wenn die so unter Druck gesetzt werden und so erpresst werden, dem bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen. Take, for example, Jana, a then perfectly normal 13-year-old with typical teenage problems.
For this, she became a prime target for psychiatric treatment. Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste. Mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Dann habe ich das schweren Herzens dann gemacht. Wollen wir sowieso nicht. Da kam dann auf einmal der Helfer zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen und da hat er eine Tür aufgeschlossen. Da habe ich gedacht, Tür aufschließen. Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen. Da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie jetzt gelandet bin. Und dann wollte der nachher wieder gehen. Da habe ich mich halt so an den geklammert und habe gesagt, Hilfe, ich will hier nicht bleiben, ich möchte wieder nach Hause. Ja, und da habe ich halt nur noch gemerkt, wie mich der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch zwei Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen. Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Tag später muss man dann nochmal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Und das haben wir total ausgeschlossen. Also das war nicht der Fall. Das konnten wir einfach nicht glauben. Ne? Da haben wir dann auch gesagt, ach, das können wir uns gar nicht denken, dass das sowas ist. Jana hat doch keine Anzeichen von irgendwelchen Halluzinationen, hat sie nicht, sie hört keine Stimmen. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Da kam die so damit Tropfen an und das wollte ich nicht nehmen und da haben die es einfach mit Gewalt auf den Mund aufgemacht und da musste ich das ja nehmen, dann hatte ich ja keine andere Wahl. Ne? Also die Nebenwirkungen von dem Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ich konnte keine Flasche mehr festhalten und ja, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht, mir war einmal heiß und einmal kalt und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und oh. Und wir haben uns einfach nur erschrocken, wie wir das Kind, sie kam körperlich und auch geistig überhaupt, psychisch total gesund, kerngesund kann man sagen, fit und kerngesund in die Klinik rein und wie wir sie dann vorgefunden haben, das war einfach ein Schock. Es ging ihr ganz schlecht, sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat. Und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Ich glaube, weil sie Angst hatten, dass ich verrate, wie hoch die dosiert sind. Ich hätte es bei einem Besuch einfach rausschreien sollen, aber ich war halt unter Drogen, sag ich jetzt mal, durch die Tabletten halt. Ja, da konnte ich das irgendwie nicht. Da war ich die Jana besuchen. Und da rief mich diese Diplompsychologin, die Frau Schäfer, ins Büro und legte mir da so einen Vertrag auf den Tisch und den soll ich unterschreiben. Das hieße, wenn die Jana nochmal mit mir über ihr Unwohlsein spricht, sprich diese Tabletten, diese Psychopharmaka, die sie da bekommen hat, dann würde sie die gelbe Karte bekommen. Würde sie das wiederholen, dann würde sie die rote Karte bekommen und dann würde der Besuch gestrichen. Und dann hat sie zum Schluss gesagt, wenn Sie das nicht unterschreiben, dann lasse ich Ihnen das Sorgerecht entziehen. Und das ist auch der Fall gewesen. 3 Tage später habe ich mein Sorgerecht per Gerichtsbeschluss verloren. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt
aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe. Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Mere weeks after this interview, Jana was taken away from her home and denied access to her family. The false diagnosing of children is not the only way psychiatrists can destroy families. In countries throughout the world, parents too can be falsely diagnosed, declared unfit to care for their children, and lose custody of them. In fact, today, just as in the days of the T4 and their questionnaires, you or your children can even be diagnosed with a mental illness by a psychiatrist you've never met. And his decision can be based on the allegation of a vindictive neighbor or a health survey in school. If you think any of this can't happen to you, the story of Phyllis and her sons will serve as a horrifying example. Das Münchhausen bei Proxy soll eine Diagnose sein, wo Mütter ihre Kinder schwer misshandeln, um Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. Diese Diagnose wurde bei mir per Ferndiagnose gestellt von dem Psychologen, von dem damaligen Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Essen. Er hatte mich nie kennengelernt, der hatte mich nie gesehen und er hatte diese Ferndiagnose gestellt über mich. Sondern nur einfach zack, zack und man konnte ja auch gar nicht reagieren. Die Kinder wurden ja auch aus den Schulen entführt. Ich war ja sehr aufgebracht natürlich auch, weil ich kannte die nicht und ich wurde einfach in deren Arme übergeben und habe geschrien, geweint, bis zum geht nicht mehr. Und dann sagte der Mann zu mir, wir müssen Ihnen mitteilen, Matt und Jamie Elfwood kommen nicht zu Ihnen zu Hause. Die wurden zwangsweise in die geschlossene Psychiatrie der Universitätsklinik Essen eingeliefert. Mir sind auf jeden Fall Medikamente gegeben worden, während des Aufenthalts. Also ich habe tatsächlich nach Medikamenteneinnahme mich jetzt nicht gefesselt gefühlt, aber schon irgendwo handlungsunfähig. Man konnte sich zwar noch bewegen, aber es hat einen unheimlichen Kraftaufwand dazu benötigt, den Arm beispielsweise zu heben, eigenständig aufzustehen, zu gehen. Und du hast dich einfach ganz, ganz schwer gefühlt. Und Mert und Jem sahen uns oben. Die sind wohl immer wieder zu diesem Fenster hingerannt und haben gewartet auf uns und sahen uns kommen. Und dann schrie Mert durch das offene Fenster und auch Jem, ich will nach Hause, holt mich heraus, bitte holt mich heraus, ich will nur nach Hause und so. Und dann sahen wir, wie die vom Pflegepersonal weggezogen wurden von den Fenstern. Und ich höre heute noch diese Stimme. Wo man uns dann hinterher von diesem Fenster mit Gewalt weggezerrt hatte und uns anschließend auch Medikamente verabreicht hatte. Wobei ich dann noch gesehen hatte, dass mein Bruder, wo ich dann tatsächlich mit im Raum war, als mein Bruder dann so weit war, dass er dann fixiert worden war auf dem Bett und Medikamente verabreicht bekommen hat. In den Einrichtungen wurde Jem misshandelt. Er wollte ja immer nach Hause, er hat immer geweint. Er hat immer sein kleines Köfferchen gepackt gehabt und hat immer auf sein Bett gesetzt und hat gesagt, ich warte für meinen Anne, meinen Papa, die holen mir gleich ab. Für meinen Mama, Papa, die holen mir gleich ab. Wenn sie einen schnappten, nachdem du versucht hast abzuhauen, war das Schlimmste eigentlich, dann durften dich die älteren Heimbewohner durften dann auch mal Hand anlegen und durften auch mal anfangen, körperlich zu züchtigen. Auch Mert wurde geknebelt, gefesselt, wo so Wäsche getrocknet wird, so Bänder drum gemacht werden, ich weiß nicht, so Stangen, wurde drüber gemacht, der Seil wurde aufgehangen und dann haben andere Jugendliche auf ihn eingeschlagen oder ihn bespuckt und die Erzieher standen daneben
Es ging von Essensentzug bis hin mit Gegenständen schlagen, wie zum Beispiel dicken Telefonbüchern, ja, die wirklich einmal gegen den Kopf gehauen worden sind. Ja, und Schlafensentzug, wo dann wirklich die Erzieher reinkommen, dich provokativ wecken und anschließend wieder den Raum verlassen und später wiederkommen und dich wecken. Und das sind alles so Maßnahmen, die tun dir einfach unheimlich weh, sowohl körperlich als auch seelisch. Wenn er kurz bevor er eingeschlafen ist, haben die ihm kaltes Wasser über ihn gegossen. Zweimal hatte wohl Lungenentzündung auch gehabt, durch diese Prozeduren irgendwie. Das Jugendamt hat mir erzählt, dass meine Eltern gestorben seien. Wenn du dann im Glauben lebst, deine Eltern sind gar nicht mehr da, dein Bruder ist gar nicht mehr da und du bist da in einer Umgebung, die du überhaupt nicht kennst, dann fragst du dich auch mit 8 Jahren, warum du überhaupt noch da bist. Und ich weiß von mir selber, also ich habe im Zeitraum von diesen 2,5 Jahren, habe ich tatsächlich versucht, mir 7-mal das Leben zu nehmen. Und ich finde, das ist eine bedenkliche Zahl, wenn man mal überlegt, dass ich damals 8 Jahre alt war. Also als ich zum ersten Mal meine Eltern am Hörer heimlich wiedergehört hatte, konnte ich es eigentlich nicht fassen. Ja, also ich war sprachlos gewesen. Dann weiß ich noch, an meine Eltern unsere Hunde für uns bellen lassen extra. Und dann hatten die den Hörer auf den Lautsprecher gestellt und ich kann heute noch immer unsere Hündin hören, die dann angefangen hat zu janken, weil sie meine Stimme wieder gehört hat. Und da wusste ich auch, dass sie das dann wirklich sind. Am meisten ärgert mich das, was die Psychiatrie sich eigentlich erlaubt hat, erstmal unsere Kinder von der Straße oder aus der Schule hinweg zu entführen. Ohne irgendwelche plausiblen Gründe, ohne dass man uns je angehört hat, ohne dass man uns überhaupt kennengelernt hat, dann, dass man meine Kinder mit Psychopharmaka vollgestopft hat, obwohl wir ja auch noch das Sorgerecht hatten zu Anfang und alles. Da wurde alles drüber hinweggesetzt. Es wurden Filmaufnahmen gemacht von uns und den Kindern. Es wurden Tonaufnahmen gemacht und alles. Was für Rechte habe ich hier noch? Was für Rechte habe ich noch? Und ich habe auch schon Sachen erfahren, von zu Hitlers Zeiten, wie damals abgelaufen ist. Es hat sich nichts geändert. Nur unter einem anderen Namen. Es hat sich nichts geändert. Phyllis's other son, Mert, was unable to speak on camera because he is so permanently traumatized by the experience. Being diagnosed by a psychiatrist you've never met is more common than you might think. One of Germany's most prominent psychiatrists, Professor Hans-Jürgen Müller, was revealed to have done just that, declaring an innocent man mentally ill and ordering his immediate psychiatric confinement. Found guilty of breaching medical privacy laws, Müller is court-ordered to pay compensation and damages estimated at over 3.3 million euros. Why do psychiatrists commit blatant injustices? For the most part, the same reason psychiatrists take children away from their families every day. Money. Für die Inhaftierung oder für die Einweisung in Kinderheime werden Bezüge oder viel mehr Gelder gezahlt. Und wenn man sich den staatlichen Rahmen anschaut, in welche Höhe das beläuft, dann ist das ein sehr lukratives Geschäft. Mir fällt in der Praxis auf, dass Kinder, die einmal in einem Heim untergebracht wurden, fast nicht mehr aus dem Heim entlassen werden. Und da könnten finanzielle Argumente mitspielen, denn mir ist ein Heim bekannt, das 18 Standorte besitzt. Wenn man annimmt, pro Heim 30 Kinder und pro Kind jetzt 4.000 Euro, hat man locker 1 Million Euro Umsatz pro Monat. Wir erleben das immer mehr. Wir haben auch immer diese umfassenden, diese ganzen Geschichten von Opfern, von Familien, wo Kinder rausgerissen wurden. Das heißt, die Polizei klopft, nehmen sie gleich mit. Also ist ziemlich übel.
Also Menschenrechte, nein danke, ist nichts. Das ist gar nichts. As a textbook example, this psychologist is battling psychiatrists using the German Youth Welfare Department who are attempting to take his son away. And by speaking out against the abuse, he too has been accused of having a mental illness, and with his liberty now threatened, he has gone into hiding. For a further illustration of the tyranny psychiatry exerts on innocent people, look no further than the former policeman we met in Bavaria, whose job included taking children away from their parents because of a psychiatric evaluation issued by orders of the Youth Welfare Office. All he asked is that we disguise his identity for fear of reprisal. Wenn ich als Polizeibeamter Dienst getan habe, auf der Dienststelle oder je nachdem, bei der Maßnahme, Kinder von Familien zu trennen, werde ich meistens informiert vom Jugendamt. Gibt es einen Anruf von einer Sachbearbeiterin, die mir die Situation in der Familie kurz darstellt und um Ausführungshilfe erbittet. Das ist ja jetzt, hier liegt ja kein konkretes Verbrechen vor nach dem Straftatbestand beim Strafgesetzbuch, sondern hier wird wieder auch ein schwammiger Begriff verwendet. Die Kinder wurden misshandelt, so will ich das mal sagen. Ja, was ist eine Misshandlung? Und nach diesem Anruf macht man einen Termin, trifft sich dort, spricht sich nochmal kurz ab, was vorgefallen ist, klingelt, geht in diese Wohnung rein. Aber soll es dann Spannungsfelder geben, muss man halt die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Maßnahme, die vom Jugendamt erstrebt wird, durchzusetzen. Es ist für mich dann auch immer wieder verwunderlich festzustellen, wie leicht es ist, Kinder von ihren Müttern oder Vätern zu trennen, aufgrund ganz einfacher, oberflächlicher Nachbarschaftswahrnehmungen, einen kurzen Anruf. Und wir sind dann dazu aufgefordert, als Polizisten die Situation in der Situation richtig zu beurteilen und dann wieder solche freiheitsbeschneidenden Maßnahmen zu treffen. Wir fragten uns, wie kann man denn eine seelische, psychische Krankheit denn innerhalb von 2, 3 Sätzen einem Menschen attestieren? Und wir müssen dann verantwortungsvoll als Polizisten handeln. Wie soll das bitte aussehen? Und ja, das ist eine sehr starke Problematik. Denn hier ist der Willkür Tor und Scheune geöffnet. Denn wenn ich jetzt Eltern und ihre Kinder sehe und sie voneinander trenne, steht es mir doch nicht zu, innerhalb kürzester Zeit das zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Vom Rechtssystem her musste ich es tun, es ist mein Job, dafür kriege ich Kohle und führte ich es eben aus. Aber sobald ich dann zu Hause war als Polizist und mich als Mensch im Spiegel betrachtet habe, musste ich mich natürlich schon in Frage stellen. Wenn ungünstige Umstände stattfinden, kann es heutzutage fast jedermann passieren, dass er eingeliefert wird in diese psychiatrische Tretmühle kommt. Ja. Und das ist natürlich schon in gewisser Weise vergleichbar mit der Gestapo oder mit diktatorischen Systemen auf der ganzen Welt. Ich persönlich jetzt, mich dafür zur Verfügung zu stellen, als Polizist, als Exekutive, einem Machthaber zu dienen, stieß mir auf und ich entschied mich dann, aufgrund dessen, was mir in der Realität entgegenkam, bei der Polizei aufzuhören. If the strong-arm methods used by psychiatry sound like tactics used during the Third Reich, you're right, and it's happening today. In addition to the 36,000 children taken away from their families every year in Germany, hundreds of thousands more are ripped from their homes worldwide. And their stories are heartrending. Ich bin Mutter für 8 Kinder. 4 unserer Kinder sind fremd untergebracht, das heißt in Obhut des Jugendamtes. Die Kinder sind fremd untergebracht, weil uns anfangs vorgeworfen wurde, unsere Wohnung wäre verwahrlost. Das ist immer ein Grund, der generell vorgeschoben wird. Bereits 2 Wochen später hieß es, dass die Wohnung nicht verwahrlost ist, sondern dass die Kinder verhaltensgestört seien. Daraufhin kam es dann aber Tatsache dazu, dass am 18.03. unsere Wohnungstür in den frühen Morgenstunden, nachdem wir nicht geöffnet hatten, aufgebrochen wurde. Nicht nur aufgebrochen mit dem Schlüsseldienst, wie man sich das vorstellen könnte, sondern die sind richtig mit der Ramme und massig Leuten in unsere Wohnung eingedrungen. Haben die Kinder sogar mit Gewalt aus ihren Betten gezerrt,
Unser 10-Jähriger, der Jeremiah Joey Dieter, hatte Hämatome am Hals. Ich hatte gerade das Baby auf dem Arm, war am Stillen, habe im Sessel gesessen und bin dann auch aufgesprungen. Das geht nicht. Mein Mann lag bereits am Boden. Der wurde in Handschellen fixiert, ohne dass es irgendeinen Anlass dazu gegeben hätte. Die Kinder wurden auseinandergerissen. Wir haben einen Sohn, der ist sehr speziell. Das hat man jetzt versucht, ihm zu nehmen, indem man ihn zwischenzeitlich in die Psychiatrie gepackt hat. Er wurde auch mit Psychopharmaka bearbeitet. Alles gegen unseren Willen und trotz vorliegender Vorsorgevollmacht. Die Klinik weigerte sich, von uns als Eltern die Vorsorgevollmacht in Empfang zu nehmen. Nachdem der BK in der Klinik gewesen ist, wurde auch für zwei seiner Geschwister so ein kurzes Gutachten erstellt, allerdings alles von einem und demselben Arzt und dann noch mit identischem Wortlaut. Man kann diese Stellungnahmen übereinander packen, sie sind identisch für zwei völlig unterschiedliche Kinder. Ein Junge, der 10 ist und ein Mädchen, das jetzt 7 geworden ist. Natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Der ist eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass diese Kinder eine Einstufung nach dem 35a bekommen. Kinder, die halt hochgradig traumatisiert sind, ist ein Kind immer nach einer Inobhutnahme, kriegen dann diese Einstufung und somit bekommt die Einrichtung 40% mehr Geld. Deswegen sage ich ganz bewusst, meine Kinder sind für diese Leute nur Umsatzvolumen, nichts weiter. Unserem Sohn wurde in 2007 gesagt, deine Eltern wollten dich nicht, deswegen bist du im Heim. Und deine Geschwister auch, deswegen haben wir euch mitgenommen. Sie haben emotionale Traumata erlebt, schon alleine durch die Trennung innerhalb der Familie. Und das ist natürlich sehr schwierig. Aber das rechtfertigt immer noch nicht, dass die Verursacher des Ganzen dafür auch noch Geld bekommen, beziehungsweise mehr Geld. Instead of solving mental distress, psychiatry has historically created devastation, and the situation is not getting better. For in a world ever deteriorating under increasing psychiatric influence, we are also witnessing an alarming resurgence of psychiatry's Nazi-era abuses. Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. This isn't just happening in Germany. In Russia, it was recently discovered that psychiatrists had been forcibly sterilizing women in psychiatric hospitals against their will and without court approval. And in 2011, a law was proposed in the state of Western Australia, allowing the sterilization of children over the age of 11 without the permission of their parents. And from the Netherlands comes a 550% increase in the euthanasia of psychiatric patients over the year before, and renewed proposals for the mercy killing of mentally handicapped infants. If this sounds cruel and barbaric, that's because it is. And as history has shown us, it's a slippery slope from the mercy killing of a feeble-minded child to the wholesale slaughter of millions. Meanwhile, however, modern psychiatry still holds sway over the entire field of mental health in countries throughout the world. In Germany alone, 4 million people are taking psychiatric medication, tricked into believing it will help them solve their life problems. Over 120 million worldwide. And today, many are speaking out. Die Bevölkerung in Deutschland sollte zunächst einmal Wirtschaftskriminelle ächten und nicht mitunter sogar noch als Helden feiern. Aber ein helfender Beruf, der Zwangsmittel einsetzt, ist in jeder Hinsicht nicht nur abzulehnen, sondern ist eigentlich das, was man als kriminell bezeichnet. Zu bestrafen. Es bedarf einer anderen Antwort. Und die andere Antwort liegt nicht im Bereich der Psychiatrie. Ich bin der Ansicht, dass diese Psychiatrie einfach abgeschafft wird. Ich bin dafür, dass die Psychiatrie verboten wird, weil sie einen unendlichen Missbrauch und Misshandlung von Menschen darstellt. Fortunately, the abuses of psychiatry are increasingly being exposed.
So much so that in 2012, the Supreme Court of Germany ruled that all psychiatric treatment, contrary to the will of the patient, was patently illegal. On top of this, psychiatrists themselves have finally been forced to confess to their abuses, at least to those of the past. Alles das ist heute unvorstellbar, dass Psychiater ihre Patienten, die ihnen zur Heilung und Pflege anvertrauten Menschen, der Tötung preisgaben, dass sie sie selektierten und die Tötung selber dann medizinisch, wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich überwachten, die Ermordung von Kindern, Erwachsenen und alten Menschen. But admitting to the crimes of psychiatrists over 70 years ago was as far as he would go. For when we asked Professor Schneider for an interview, he turned us down flatly. Perhaps he didn't want to talk about the present. As we now know, the Nazi era was not where psychiatric human rights abuses began, and certainly not where they end. For in the name of mental health, psychiatrists have been, and still are, abusing people every day. And people are dying. And not just in Germany, but in every civilized country on Earth. Without any science to back it up, psychiatry is today a $330 billion a year industry, without a single cure. This is an industry that doesn't just specialize in destroying people's lives, it kills men's souls. We need to declare an end to psychiatry's age of fear.